Langsam sollte ich vielleicht auch nochmal was anderes machen. Und nicht zu lange nur zocken. Alles gut. Oh, ich kann hier alles auspacken. Hallihallo, ich bin Rosa Regenbogen und ich spiele heute das erste Mal Roblox, weil Kim hat gesagt, ich soll unbedingt mal Roblox spielen. Keine Ahnung, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Und ich habe so ein Spiel rausgesucht, das ist auf jeden Fall mit Barbie. Ich glaube, da kann man sich ein Traumhaus bauen oder so. Das fände ich total cool. Da sehe ich auch schon Barbie in einem Auto. Da würde ich auch mal gerne mit rumdüsen. Ich weiß nicht, ob man das in diesem Spiel auch kann. Das ist ja auf jeden Fall witzig. Ich drücke einfach mal hier auf Spielen. Mein Traumhaus wird geladen. Cool. Also meine Eltern haben natürlich auch schon ein super großes... Was? Moment, Popstar Rosa? Oh nein, ich will nicht schon wieder ein Popstar sein. Das hatte ich schon mal. Oh, hier ist übrigens auch mein Charakter, den ich mir gebaut habe. Der sieht ein bisschen aus wie ich. Nur halt in Roblox-artig. Ich finde das voll süß hier mit dem Stitch im Arm. Naja, und damit mache ich mir jetzt mal hier scheinbar ein Traumhaus. Jetzt habe ich einen Briefkasten. Habe ich wohl schon Post? Ich frage mich, ob Edne vielleicht hier schreiben kann. Ich glaube, der spielt auch manchmal Roblox. Keine Ahnung. Was kann ich hier noch machen? Oh, warte mal. Hier, ach so, stimmt, das hat Kim gesagt. Hier kriege ich Geld. Das ist natürlich super. Dann kann ich hier eine Auffahrt machen. Und ist das da schon mein Auto? Oh, dafür für goldenes Autopaket, da muss ich wahrscheinlich extra bezahlen. Da hat Kim auch gesagt, da soll ich aufpassen. Das sieht natürlich super cool aus. Was passiert denn, wenn ich auf Erhalten sie jetzt drin? Nee, da muss ich Geld ausgeben. Das mache ich nicht. Kim hat gesagt, da soll ich aufpassen bei Roblox. Ich baue mir erstmal ein paar Bäume hier hin. Wo sind denn die? Die Palmen hier? Sind eigentlich ja ganz schön. Boah, hier sind ja Autos. Oh, damit würde ich richtig gerne mal rumdüsen. Oder hier so Pferde. Oh, das ist ja schön mit der rosa Mähne. Aber ich glaube, na, die muss ich auch extra kaufen. Hier kann ich schon direkt das Haus kaufen. Aber nee, ich glaube, der Spaß bei diesem Spiel ist ja, dass man das so langsam aufbaut. Okay, dann kaufe ich mir jetzt einen Pfad. Und ein paar Büsche. Oh! Ich habe gar kein Geld mehr. Ach ja, das ist ja in meinem Briefkasten. Dann muss ich da erst wieder hin. Finde ich ganz schön nett, dass mir einfach irgendjemand Geld in den Briefkasten reinsteckt. Da würde ich mich gerne bei wem auch immer das ist bedanken. Dann kann ich mir deswegen nämlich dieses schöne Haus bauen. Oh, wie hübsch hier mit den Blumen. Ich mag das. Ich finde, ich passe hier auch richtig gut rein, so in rosa. Ist ja immerhin auch Name, ne? Mein Name ist Programm. Ich mag alles, was rosa ist. Aber ich mag auch blaue Blumen. Boah, blaue Rosen sind nicht auch so schön. Nochmal ein paar Büsche dazu. Sie sind auch alle rosa. Wobei, das sind auch gelbe und lilane dabei. Das sind doch gar keine Rosen. Hä, Moment, was? Kann ich die hier pflücken? Und jetzt? Oh, jetzt habe ich... Nein, in der Hand nicht, weil ich habe da ja schon den Stitchy. Aber was mache ich denn jetzt damit? Kann ich die einfach irgendwo wieder hinlegen? Ich kriege die einfach mal hier auf den Boden. So, ups, auch noch umgehauen. Ich glaube, ich muss zurück zum Briefkasten. Sehr praktisch, dass die Pfeile mir auf dem Boden sagen, was ich zu tun habe. Oder wo ich hin muss. Und wieder zurück. Das sieht hier auf jeden Fall jetzt schon total schön aus. Ich kann den natürlich noch nicht wohnen, aber das wird schon noch kommen. Oh, warte mal, hier ist ja eine Hundehütte. Kriege ich einen eigenen Hund? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich will lieber wieder zurück. Oh, ein süßer Corgi. Hier ist wahrscheinlich so ein Hundespielplatz oder so. Naja, aber ich sollte erstmal ein eigenes Haus haben, bevor ich mir einen... Hund zulege. Das sollte definitiv zuerst kommen. Also einen schönen Garten machen wir hier noch. So ein Blumenbeet. Also nicht unbedingt wieder als Popstar, aber generell im Spotlight stehe ich schon ganz gerne. Und dann kommt hier wahrscheinlich das ganze Haus hin. Irgendwie dachte ich, das kommt in die Richtung, aber dann doch eher hier hin. Oh, ich komme ein bisschen durcheinander, wo hier was ist. Okay, jetzt habe ich auch eine Tür und ich habe ein cropped Sweatshirt. Okay, wie komme ich da denn ran? Warte mal, hier ist ja... Ist hier Kleidung? Jetzt bin ich schon wieder woanders. Besessen? Ich bin nicht besessen. Oh Gott, was ist mit meinem Gesicht passiert? Oh nein, so will ich nicht mehr aussehen. Ich hatte doch dieses andere süße Anime-Gesicht. Aber die Klamotten sind eigentlich ganz cool. Das habe ich alles schon. Wo habe ich die Sachen denn her? Boah, schaut euch mal dieses schöne Kleid an. Nee, aber ich will wieder so aussehen wie vorher. Dann neuen Boden, noch ein paar Mauern, noch mehr Mauern... Okay, also so langsam wird mein Haus. Das wird ja eine riesen Luxusvilla hier. Krass. Oh, und mein Geld ist wieder weg. Schnell zurück zum Briefkasten. Aber Wahnsinn, wie viele Wände ich hier jetzt schon habe. Oh, das sieht voll cool aus, wie diese Pflanzen da an der Wand herunterranken. Okay, zurück zum Briefkasten. Da habe ich zum Glück jetzt schon ordentlich Kohle gemacht. Einfach dafür, dass ich existiere scheinbar. Finde ich nett. So, ich baue ein paar neue Mauern.
Das geht ja sonst hier gar nicht. Oh, hier sollte vielleicht mal aber... Okay, Fenster ist gut. Aber so Lampen gehören hier irgendwie noch hin, finde ich. Weil es ist jetzt ganz schön dunkel mit der Decke. Noch mehr Fenster und noch mehr Fenster. Jetzt ist wenigstens alles gut. Oh, ich kann hier alles auspacken. Aber ich gehe erst mal hier durch die Tür und gucke, was hier sonst noch so ist. Das hier wird wahrscheinlich ein Badezimmer. So, aber dadurch, dass die Wände und die Fenster da sind, kann auch nicht einfach irgendjemand reinkommen und wahrscheinlich ist auch nicht mehr so viel Durchzug. So, dann packe ich mal die Kisten aus. Und es sind einfach nur Knöpfe rausgekommen. Aber passt schon. Ein paar Vasen. Mitten im Raum. Okay, was wird das hier? Okay, warte. Was passiert, wenn... Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Blume in der Hand. Nein, weg damit. Okay, Tisch und Stühle. Sieht das hier so eine Art Esszimmer oder so? Nee. Sitzbereich? Ein Wohnzimmer oder so eine Teestube? Ups, ich brauche wohl wieder neues Geld. Dann mal ganz schnell wieder zurück. Oh, warte, nein, eine Tür kann ich mir noch holen. Das ist natürlich gut. Ach so, Moment, ich glaube, ich habe vorhin gesehen, ich habe jetzt hier in diesem sehr offenen Raum noch, habe ich jetzt auch einen Briefkasten. So, hier fehlt erstmal auf jeden Fall noch eine Tür. Hier mache ich eine Decke. Ach nee, hier will ich nicht schon auspacken. Ich habe ja hier noch alles zu dekorieren. Also hier brauche ich noch eine Tür. Oh, so eine schwingende Tür. Das ist cool. Dann hier noch einen Sitzbereich hin. Also bekomme ich hier so viele Gäste? Das ist ja der Wahnsinn. Oder was ist das hier? Warum habe ich denn so viele Sitze und Sessel und Sofas und Teekannen? Ich dachte, das wird mein Traumhaus und kein Restaurant oder so. Bücherregal und Wanddekoration. Also erstmal Tee eingießen. Hi, der möchte Tee. Ach, jetzt gerade niemand. Ich habe ja noch gar keine Gäste. Teewagen. Also das hier scheint meine Teestube. Ich weiß nicht, warum ich in meiner Luxusvilla hier so eine Teestube habe, wo 1000 Leute sitzen können. Buchhalter und Pflanzen. Und dann dafür so ein kleines Badezimmer. Das ist dann aber wahrscheinlich für Gäste. Ein Gästebadezimmer. Oh, das Date ist ja cool. Das gefällt mir. Aber ich brauche hier definitiv noch mehr Lampen. Oh, da ist auch gar nichts in den Schubladen drin. Aber sehr gut. Das Wasser funktioniert. Also das ist schon mal verbunden. Ah, na endlich. Lichter. Nein. Oh, mein Geld ist schon wieder leer. Dann schnell zurück. Und Geld holen. Oh, hier kann ich noch einen Deckel hinbauen. Zum Glück sind hier noch keine Fenster. Jetzt kann ich einfach rausmarschieren. Hehe. Und neues Geld. Ja, gut. Was ist hier eigentlich? Eine Bushaltestelle? Boah, ich kann einfach irgendwo anders hin. Das muss ich mir noch ein anderes Mal anschauen. Da war eine Bäckerei und eine Boutique. Aber mein Haus ist ja noch gar nicht fertig. Oh Mann, das ist ja auch so ein bisschen Reizüberflutung. Dauernd muss ich irgendwas tun. Und dann vergesse ich immer, wo ich gerade war. Aber egal, das ist schon mal sehr cool. Endlich ist es hier auch hell. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich finde, da sollte ein R stehen statt B. Für Rosa. Und warum kann ich hier keine Deckenlichter hinmachen? Ich glaube, das ist schon. Dann ist das wohl ein sehr sanftes Licht hier im Badezimmer. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Geheimer Raum? Oh, dafür muss ich aber Level 3 erreichen. Das habe ich noch gar nicht. Ich bin scheinbar noch auf Level 0. Und ich habe erst 8% von dem Haus fertig. Oh, krass. Gut, was machen wir jetzt hier? Ein Garagentor? Ach, ich baue mir eine Garage gerade. Das kann ich hochfahren und wahrscheinlich auch wieder runterfahren. Hä, was ist das denn jetzt hier? Habe ich eine ganze Werkstatt? Schränke und Regale. Naja, dann kann ich ja jetzt in einem anderen Raum weitermachen. Ich glaube, ich hole mir nochmal ein bisschen Geld, bevor ich dann vielleicht, was auch immer das ist, mein Schlafzimmer. Also ich brauche auf jeden Fall noch ein Schlafzimmer, ein vernünftiges Wohnzimmer, am besten mit großem Fernseher und eine Küche. Einen schönen Teppich auf dem Boden oder sogar mehrere. Tische und Stühle. Oh, mit Büchern. Warum habe ich jetzt mein Handy rausgeholt? Ach so, das lag daneben. Ups. Ist ja klar, ich will was lesen und dann ist man doch wieder nur am Handy. Typisch. Das ist cool. Und da ist ja mein großer Fernseher. Genau den wollte ich. Was läuft denn da im Fernsehen? Was ist das denn? Ein riesiger Hahn, der Feuer speit? Leute, was ist das? Schauen wir mal weiter. Okay. Ein Konzert, aber schade, nicht Conan Gray. Und was läuft noch? Okay, das ist auf jeden Fall irgendwas mit Barbie. Wo sind die da? Oh, ist das, wie heißt das? Das, wo die Meerjungfrauen sind auf jeden Fall. Ich bin ja auch eine Meerjungfrau. Also, deswegen mag ich die Barbie-Filme, wo die Meerjungfrauen sind, auch am liebsten. Ach so, und hier kann ich einfach, ich kann hier Fotos von mir machen?
glaube, hier nimmt Barbie wahrscheinlich ihre Vlogs auf. Oder hat sie sogar einen Podcast? Und hier ist ein Greenscreen. Oh, das brauche ich auch alles. Naja, ich hatte es ja jetzt hier in dieser Barbie-Welt. Aufzeichnungen, Beleuchtungsgeräte kann ich da nicht haben. Okay, das ist definitiv kein Wohnzimmer. Hier macht sie wahrscheinlich dann ihre Vlogs. Einen Computer. Hier bearbeitet sie dann ihre ganzen Videos. Sehr cool. Sowas habe ich ja auch anders schon mal gemacht. Ich war auch schon mal YouTuberin. Und im Prinzip, glaube ich, mache ich das jetzt gerade auch, weil das Video werde ich auch auf YouTube hochladen. Was ist hier in der Kiste? Auch nichts. Warum kann ich die Sachen öffnen, wenn da gar nichts drin ist? Voll komisch. Hier natürlich Lichter. Oh, jetzt ist ja auch ein schöner rosa Schimmer. Das gefällt mir gut. Das sieht sehr schön aus. Das ist so eine Art riesiger Flur irgendwie. Also erstmal wieder Sitzbereiche. Aber bisher wirkt das alles eher irgendwie professionell und nicht so richtig häuslich. Lampen und Pflanzen. Also wo soll ich denn schlafen oder einfach nur chillen oder was essen? Ach so, klar, den Springbrunnen. Ich kann die Farbe ändern. Oh nee, rot finde ich nicht schön. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Oh ja, rosa, das finde ich gut. Dann haben wir jetzt hier rosa Wasser. Vielleicht ist das ja Limo, das ist ja lecker. Hier die Lampe einschalten und hier kann man auch wieder gemütlich sitzen. Und ein paar Bücherregale. Coole Bilder an der Wand. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz schön aus. Dann als nächstes wieder einen großen Teppich und einen weiteren Sitzbereich. Dann, das kommt hier hin, noch mehr Bücher. Ich wusste gar nicht, dass Barbie so viele Bücher liest. Und ich glaube, ich brauche schon wieder Geld. Das wird hier alles ganz schön teuer. Und als nächstes muss ich den Flur machen. Und zwar in zwei Richtungen. Ah, wow. Schaut mal, wie schön das hier aussieht. Ich liebe diese Tapete. Wo werde ich jetzt hingeführt? Eine Lounge-Etage. Na, endlich eine Lounge. Dann wird es ja auch mal ein bisschen gemütlicher und wohnlicher hier. Dann mache ich hier ein paar Fenster hin. Oh, die Fenster sind zu teuer. Die kann ich mir jetzt nicht leisten. Aber der Pfeil zeigt mir noch irgendwo hin, wo ich was holen kann. Eine Couch und Pflanzen. Also, na gut, gemütlich ist es grundsätzlich, weil man sich überall hinsetzen kann. Aber, naja, es hat halt irgendwie alles so ein bisschen was, als ob ich hier Gäste einlade. So, als wäre das eine Geschäftsstelle und nicht so richtig... Oh, Lichter einschalten, ganz wichtig. Nicht so richtig, als wäre das mein Zuhause, habe ich das Gefühl. Das ist komisch. Okay, warte, nein, den Flur will ich hier nicht machen. Ich bin auch noch in der Lounge eigentlich. Hui, der ist ja riesig. Dann wird das hier wahrscheinlich endlich mal mein Wohnzimmer. Ein paar Fenster hier hin, eine Decke. Voll cool hier mit der Lounge einfach. Oh, hier ist ja eine Treppe aufgetaucht. Da kann ich wohl nach oben. Aber viel machen kann ich hier oben noch nicht. Kann Geld holen. Hehe. Mehr Geld für Rosa. Und dann packe ich hier mal die Sachen aus. Eine Decke kommt hier hin. Und mein ganzes Geld ist schon wieder weg. Ein paar Tische und Lampen. Ach, so ein kleiner Tischchen nur. Und hier kommen auch noch Tische hin. Ja, ich muss ein bisschen sparen. Damit ich nicht dauernd zurückrennen muss. Weil jetzt kann ich mir immer nur eine Sache kaufen und dann war's da schon wieder. Also hier einen... Wow! Ich kann hier einfach Fernsehen gucken und währenddessen kriege ich Geld. Das ist doch mein Leben. So... Und jetzt habe ich hier auch ganz viel Kohle gemacht. Nice. Dann mache ich hier einen Sitzbereich hin, damit man hier auch richtig schön Mermedia gucken kann. Okay, hier habe ich eine Saftbar jetzt hingemacht. Da habe ich auch schon wieder richtig viel Platz für meine Freunde. Also, hier kann ich sitzen und Kim und Emilia und Mila. Und ein Platz ist noch frei. Hm, naja, eigentlich wohnt Steffi ja noch bei uns in der WG. Oh ja, was ist denn, dass hier einfach unser WG-Haus ist? Und nicht einfach nur mein einziges Traumhaus, weil es ist eh viel zu viel Platz hier. Dann können wir ja jetzt hier weitermachen. Ich frage mich, was hier raus wird. Ein paar Bilder und Pflanzen. Oh, guck mal, Barbie und ihre ganzen Freunde. Die sollten wir aber auf jeden Fall ersetzen durch Bilder von mir und meinen Freunden. Ein Sitzbereich, voll schön. Ein paar hängende Pflanzen. Oh, die Decke ist aber auch richtig hoch hier. Kunst und Staffelei. Okay, das ist scheinbar mein Kunstraum oder so. Aber gerade malen kann ich gar nicht. Ein paar Lichter. Oh, ah, ein linker Wintergarten. Das heißt dann wahrscheinlich, dass ich auch noch einen rechten Wintergarten bekomme. Ich wusste nicht mal, was überhaupt ein Wintergarten ist. Und jetzt habe ich gleich zwei davon. Okay.
Wo führt, ach so, der Flur führt ja sowohl zum Wintergarten als auch ins Wohnzimmer. Okay, dann kommt als nächstes ein Esszimmer. Eine Decke machen wir dahin. Oh, und hier kann ich noch einen Flur hinbauen. Ah, das wird also die Küche. Oder gleich hier hinten kommt die Küche hin. Das hier wird das Esszimmer. Wieso ist mein ganzes Geld schon wieder weg? Das kann doch gar nicht. Oh Mann, ist das alles teuer hier. Aber ein bisschen was kann ich noch einkaufen. Also, dann fangen wir aber erstmal mit dem Esszimmer hier an. Damit das auch schön wird. Einmal Couch und Tische. Als ob wir davon nicht schon genug hätten. Bücherregal und Tische. Oh, das sieht ja aber cool hier aus. Ich weiß nicht, was es sein soll, aber es ist schick. Ein Kamin. Bilderrahmen. Bücherregal und Tisch. Das ist doch kein Bücherregal. Also manche Sachen machen überhaupt keinen Sinn, die die benannt sind. Und ein schöner Tisch. Ja doch, der Tisch auch, aber ich meine den Teppich. Sehr elegant. Und noch Tische und Stühle hier dran. Okay, da passt unsere ganze WG hin. Und Ed kann ich dann auch noch einladen. Nochmal ein bisschen Geld holen, bevor ich wieder lange warten muss. Wir sind ja auch fast fertig mit dem Esszimmer. Ein paar Sitzgelegenheiten noch. Und Deckenleuchten. Und jetzt ist auch der Speisesaal fertig. Oh Mann, das sieht richtig schön aus. Also hier würde ich auf jeden Fall gerne Leute einladen. Ah, das coole Gruppenfoto, das gefällt mir gut. Den Küchenboden kann ich hier noch hinbauen. Und dann wird hier bald eine richtig schöne große Küche gemacht. Ed kocht doch auch so gerne. Dann kann er ja vielleicht für uns kochen. Und wir essen das dann einfach alle hier im Speisesaal. Das ist cool. Naja, jetzt muss ich wieder ein bisschen warten, glaube ich, bis ich neues Geld habe. Wobei, ich kann noch Mauern kaufen. So viel Geld habe ich noch. Und eine Decke dahin. Wie viel Geld habe ich jetzt hier gerade noch? Schon wieder 2200. Dann kann ich noch eine Schiebetür hier hinbauen. Das hier wird dann wahrscheinlich eine Terrasse. Ich hole doch mal ein ganz bisschen Geld ab. Dann schauen wir mal. Da kann ich gleich die Küche auspacken. Aber hier müssen auch noch ein paar weitere Mauern auf jeden Fall hin. Und das hier wird dann wahrscheinlich der rechte Wintergarten, wenn ich das Prinzip hier dieser Villa verstanden habe. Dann kommt da noch eine Decke hin. Okay, jetzt warte ich aber erst noch mal ein bisschen. So, ich habe jetzt lang genug gewartet. 52.000, damit sollte ich doch jetzt erstmal ein bisschen was hier zusammenbekommen, oder? Dann würde ich sagen, packe ich jetzt auch mal die Küche aus, damit Ed uns noch was Leckeres kochen kann. Ups, ich bin einfach über irgendwelche Buttons gestolpert und jetzt habe ich hier schon so eine ganze Kücheninsel. Naja, ich könnte Hoppla sagen, aber eigentlich ganz cool. Ein Waschbecken, ein Kühlschrank mit Tür. Ich laufe hier einfach mal ganz schnell rüber und dann schaue ich mir das alles an. Also die Küche, das sieht echt richtig toll aus. Ich liebe das hier. Oh, hier sind auch schon wieder einige Hochstühle. Das ist sehr cool, so Barhocker. Ich weiß nicht, was das immer mit Zähler soll. Ach, Moment, auf Englisch heißt das Counter. Das ist natürlich was anderes, aber naja. Roblox hat, glaube ich, manchmal so komische direkte Übersetzungen, die dann eigentlich falsch sind, weil sie was anderes bedeuten. Teppich, Tisch und Stühle und auch ein paar frische Orangen. Lecker Schmecker. Vor allem jetzt im Winter. Das ist ja schön weihnachtlich. Fenster, eine Schiebetür. Oh, die Küche ist ja mal mega schön. Ich liebe das hier voll. Und jetzt bin ich hier auch schon fertig. Das sieht richtig, richtig toll aus. Aber hier, das ist einfach so eine offene Küche. Man kann hier einfach durch den Flur überall reinlaufen. Hier so eine Schiebetür wäre eigentlich auch noch ganz nett. Aber oh, das sieht einfach so schön aus. Also hier will ich auf jeden Fall gerne frühstücken. Und Ed hat bestimmt Lust, hier auch was für uns zu kochen. Und sonst kann ich auch mal selbst was kochen. Warum nicht? Ein paar Fenster. Noch mehr Fenster. Und noch mehr Fenster. Und dann wird es jetzt wahrscheinlich Zeit für den nächsten Wintergarten. Wanddeko. Hängende Pflanzen. Sitzbereich im Fernsehen. Oh nein, der Fernseher ist zu teuer. Ich habe schon wieder mein ganzes Geld ausgegeben. Das gibt es doch gar nicht. Schauen wir mal, wie viel ich jetzt schon wieder hier zusammengesammelt habe. 16.000. Ach, das geht doch. Da kann ich auf jeden Fall noch was mit anstellen. Also hier einmal einen Sitzbereich machen. Also nochmal einen Zähler oder eben auch Counter. Ich weiß aber immer noch nicht das richtige deutsche Wort dafür. Das fällt mir einfach nicht ein. Ach, wenn es euch einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ein Fernseher. Auf Fernseher kann man natürlich nicht genug haben.
Ich habe aber noch nie weiter als Mermaidia geschaltet. Gibt's hier noch was? Oh, ein Einhorn. Hier, ein Campingausflug. Beim Sport. In der Mine? Oh, creepy. Ich mache hier auch einfach Mermaidia an. So, dann läuft das hier im ganzen Haus. Besser geht's ja wohl nicht. Und der rechte Wintergarten ist fertig. Super schön. Und ich habe immer noch genug Geld, um unten weiterzumachen. Also das. Wer bist du denn? Hä? Ein Minispiel? Kochherausforderung? Okay. Das kann ich ja vielleicht gleich machen. Aber erstmal muss hier noch der Garten fertig. Oh, nein, mein ganzes Geld ist weg. 10.000. Okay. Also ein Geländer muss hier hin. Ein Zähler. Noch einer. Kann man dann so ein Barbecue veranstalten? Kann ich mir noch eine Theke und einen Grill kaufen? Schöner Sitzbereich. Dann noch einen Zähler. Hihi. Und. Ah, das ist ein Patio. Also, ich sag dazu Terrasse. Hier kann noch eigentlich eine Treppe hin, wenn ich noch Geld hätte. Ah, und hier geht's noch weiter in den Garten. Boah, wie cool ist denn diese Treppe? Oh, wie schön. Und da kann ich einen Pool unten bauen. Oh Mann. Ah, ich habe jetzt erst ein Drittel des ganzen Hauses fertig. Das dauert ja aber noch eine Weile. Ach ja. Naja, ich mache jetzt erstmal noch mal eine Pause. So, okay, also den Poolbereich, den würde ich eigentlich jetzt doch ganz gerne noch machen. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach. Also hier diese super coole Treppe noch mal runter. Und dann ab in den Pool. Okay, ist da schon Wasser drin? Oh yeah, ich habe einfach direkt einen Pool und kann hier sogar schwimmen. Ah, voll nice, das gefällt mir. Dann packe ich diese Kisten hier aus. Ein Sonnenbett. Das ist doch einfach eine Liege. Ach, diese Begriffe hier manchmal. Ein paar Palmen kommen hier hin. Boah, sogar mit so einer super schönen Lichterkette. Also, es ist ja bei uns gerade eigentlich Winter, aber es ist ganz schön, diese Sommerfeelings zu haben, wenn man sich hier das hier so alles anguckt. Da habe ich schon wieder richtig Bock auf eine Sommerparty. Ach, das war diesen Sommer auch so cool bei Emilia in ihrem Sommerhaus. Noch ein paar weitere Sonnenliegen und ein Trampolin. Oh yeah. Hui. Das macht Spaß. Noch mehr Sonnenliegen. Da kann es ja anscheinend gar nicht genug von geben. Oh, und hier führt auch noch so ein kleiner Weg zurück nach oben. Und schaut mal, da sind auch so schöne Lichterketten. Die habe ich noch gar nicht gesehen bisher. Was ist denn hier eigentlich los? Hier ist ja auch noch so ein Außenbereich, der ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ah, voll schön, auch mit dem Feuer hier. So, jetzt aber schnell wieder zurück und da weitermachen. Da fehlt noch ein bisschen was. Ein bisschen Pooldekor. Das sind auch einfach nur die Bäume quasi. Vorhin stand das als Palmen, jetzt als Pooldekor, aber so viel hat sich nicht geändert. Poolumgebung. Oh mein Gott, Leute, eine Rutsche. Wow. Also einmal hier aufs Sprungbrett. Rein. Sind diese Poolnudeln auch cool. Und dieser super coole Einhorn-Schwimmreif. Aber jetzt muss ich unbedingt in die Rutsche. Leute, das erinnert mich irgendwie auch total an High School Musical 2 hier, wie das aussieht. Und los geht's. Hui. Oh, cool. Ah, das hätte ich alles irgendwie super gerne in echt. Ich bin auch schon wieder 23.000 zusammengekommen. Nicht schlecht. Dann kommt hier also auch noch so ein Feldsteg hin. Und der Poolbereich ist fertig, Leute. Cool. Das war das Einzige, was noch gefehlt hat. Und das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen. Hier, diese kleinen Wasserfälle. Und das ist vielleicht so eine Art Whirlpool oder so. Oh, voll schön. Ich liebe das hier. Also die Küche und der Poolbereich, das sind auf jeden Fall meine Lieblingsorte hier in Barbies Traumhaus. Wobei es ja eigentlich Rosas Traumhaus ist. Wie geht's denn jetzt weiter? Wo führt mich dieser Pfeil hin? Zu einer Treppe. Brauchen hier wohl auch einige Treppen. Ah, der erste Stock ist jetzt abgeschlossen. Dann mache ich da oben noch ein Geländer hin. Aber ich glaube. Ich würde jetzt einfach nur noch das Geld ausgeben, was ich gerade noch habe. Ich habe ja den ersten Stock bzw. das Erdgeschoss fertig. Und das reicht auch so langsam für einen Tag. Also langsam sollte ich vielleicht auch nochmal was anderes machen. Und mich zu lange nur zocken. Also noch ein paar Mauern hier hin. Ein Boden.
Und jetzt habe ich mein ganzes Geld, glaube ich, ausgegeben. Also das wird hier oben auf jeden Fall auch noch schön. Hier kommt noch ein Schlafzimmer, wahrscheinlich hier nur noch Gästezimmer und sowas. Dieser ganze Bereich hier bleibt offen. Auf jeden Fall ein super cooles Haus. Ich habe jetzt 35% fertig, also etwa ein Drittel. Also ein bisschen was kommt hier auf jeden Fall noch. Und man kann ja so noch viel mehr machen. Also Minispiele gibt es, auch wenn ich nicht verstanden habe, wie das geht. Und ich kann ja sogar noch in die Stadt gehen. Also hier gibt es echt noch eine Menge zu entdecken. Richtig cool. Aber wie gesagt, für heute war es das erstmal. Schön, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Vielen Dank. Das ist schließlich mein erstes Gaming-Video als YouTuberin. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt doch gerne was Nettes in die Kommentare. Da würde ich mich auf jeden Fall mega freuen. Und dann sehen wir uns ein anderes Mal wieder. Tschüssi! Hey Leute, ich bin's Rosa. Vielen, vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt. Dann hat es euch bestimmt genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr unten links klickt, könnt ihr auch direkt den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine neuen Abenteuer. Oder schaut mal nach rechts, da sind zwei Videos, die speziell für euch ausgewählt wurden. Cool, oder?